Ja, es bin ich wie ein Ulm, aber hier war ich mal schon längst. Hier mit den Aufzug mal filmen. Hier gibt es einen coolen Aufzug. Ecodisc. Nee, das ist einfach nur cool. Das ist 2018 gebaut worden. Nee, 2020 war das. In Ulm, hat man noch ein bisschen Zeit, bis der Zug kommt. Und wir fahren in Richtung Wendingen. Seit wir hier ein paar Aufzüge, Bahnhofsaufzüge mal filmen. Und dann mal weiter nach Stuttgart, Hauptbahnhof. Ein Corona-Aufzug. Ja, 2020. Komm, der Sound. Noch ein Sound. Der ist ganz oben. Warte, der ist besser, ganz oben. Wenn du den Namen in Urban Ärztehaus, der ist jetzt so wie 12 Uhr, ich komm mehr rein. Das kann man sagen. Sag mir auch, du fährst nach unten. Auf Volksfahrt. Ich hatte auch Steuerung. Leute, guck mal, hier ist es anders. Guck mal, hier ist mit Dreikant. Kannst du mit dem Dreikantschlüssel aufmachen? Hier ist nicht mit diesem Kohleschlüssel hier. Kann man jetzt Dreikant hier öffnen? Ich weiß nicht, ob hier auch noch Traum gibt oder sowas. Damit ich mal weiß, damit ihr mit dir auch wisst. Ich glaube, das hat keine, oder? Ich glaube, das hat keinen Motorraum. Das hat keinen. Dann wisst ihr es Bescheid. Falls ihr einfach, was ihr im Motorraum reingehen wollt. Tür. Kronaufzug. Und ja, Leute, heute für mich noch ein Ausfall mit meinen Händen. Hab Stuttgart für mich mit dem Selfie-Stick wieder. Und ich habe gesagt, dass die U-Bahnhofs an. Ich habe jetzt die Ansagenaufnahme von der RE9 von Go Ahead. Und ich werde die Bahnhofsanlage von Heiko Kraul im Gleis 3 Nord. Und von Interregio 200 Richtung Wendingen über Merkingen. Testen. Piep. Hier kann man, hier ist ein guter Platz, ich kann es mal testen, mein Hans. Der hat kein Reset. Hier ist er dann auch besser kein Schacht mehr machen, besser nicht. Besser gar nicht. Und gesagt, auch so nach oben, sag das Ding nicht. Wir haben Doppelfahrt, wie immer, wie ihr es schon wisst. Und ab morgen nach Augsburg. Heute bist du Gott. Und heute Abend wieder zurück nach München. Da werdet ihr wahrscheinlich später wissen, dann bitte nicht wundern, dass ich jetzt nach Stuttgart fahre und Stuttgart in meine Wohnung gebracht habe. Bitte nicht wundern, ich und noch heute Abend fahre ich wieder zurück nach München. Ab Februar fahre ich wieder wahrscheinlich nach Stuttgart. Ab Februar. Und da bin ich auch zurückgefahren nach unten. Grün da. Eigentlich sagen auch zu fahren nach unten. Soll ich sagen, aber hat keine Ansagen. Und jetzt bin ich in Einstein, Albert-Einstein-Platz in Siedelhöfe am Hauptbahnhof. Hier gibt es den, hier befindet sich der Kohleaufzug. Komm, wir sind Hamburg. Besser nicht. Ich will ja nicht stecken bleiben. Sonst verpasst ich den Zug. Sehr blöd. Kannst du mir ein bisschen die Trampolin zeigen? Na, ja, der hat sie gesehen. Und Juli, besser nicht. Der ist auch besser ganz normal. Sonst der. Ein Aufzug haben diese Messgerät. Das hat er dafür ist das, damit er weiß, wo der Aufzug ist. Wenn der keinen hat, dann stoßt er beim Buffer an und dann wird es außer Betrieb. Deswegen wird er nicht hüpfen, sonst kann ich so gut messen, sondern weil er nicht. Es kann sein, dass der Aufzug doch noch höher steht, dass die Tür aufgeht. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum Video. Ciao Leute, bleibt gesund. Ihr Elevatorfahrer.